Der nächste oder das nächste Haustier ist bei 59,40. 59 sind wir hier und 40 müssen wir hier rüber. 59,40. Ach nee, da müssen wir in die andere Richtung. Müssen wir irgendwo dahin, wo auch immer da ist. Vor uns befindet sich ein kritisches Ziel. Vernichtet es im Namen des Lichts. Ja. Wir springen mal hier rüber. Und zack. Ah, hier ist ein legendäres Haustier. Das ist bei 57,54. Das haben wir dann auch. Und das ist ein Kleintier. Oh, vor den Kleintieren hier habe ich Angst. Vor den Kleintieren hier habe ich Angst. Wir probieren es wieder mit der normalen Taktik. Das letzte Mal hat sehr gut funktioniert. Hallo? Knöchelreiser hier. So. Einmal bitte ausprobieren. Blehi. Auch eine Anti-Antein-Kanone. Arschgeige. Viertausendzweihundert Schaden. Bah. So. Und beim nächsten Mal, wenn wir Glück haben, ist er platt. Das war's. Ach, wenn die ganzen Kämpfe nur so einfach wären. Wäre es auch viel angenehmer. Hier oben ist eine Truhe, die nehmen wir natürlich mit, wenn wir denn hinkommen. Hallo? Na. So, der nächste ist bei, was habe ich gesagt? 59,40. 59,40. Haben wir den schon? Nö. Nehmen wir mit. Keine Zeit zum Scherzen, der Nappel kriegt jetzt Schmerzen. Gut, haben wir den auch. So, schauen. 59. Hallo? Ich will hier hoch. Müsste da oben irgendwo sein. 59. 40. Also wir müssen jetzt nach rechts. Da drüben. Einmal hier rechts vorbei. Du bleibst schön da, wo du bist. Und da hätten wir Untot. Was hilft denn gegen Untot? Kleintier. Toll, wir haben keine Kleintiere. Sumpffiedler. Sumpffiedler haben wir hier. Und zweimal Fienchen. Ach Quatsch, einmal Fienchen. Mit Säureklipper und noch eine Schnecke brauchen wir. Schimmerschnecke. Ja, die Kleintiere habe ich irgendwie immer vernachlässigt. So. Einmal so bitte. Bäm. Boah, nee. Aufgeben.
Also einmal Fienchen. Und Fienchen ist langsamer. Alter, das gibt's doch nicht. Ich will tauchen. Komm, aufgeben, bringt nichts. Dann probieren wir es mit einer Motte. Probieren wir es mit einer Motte. Das letzte Mal hat es ja auch funktioniert. Sehr schön. Jetzt soll er sich erstmal wieder zwei Runden lang ausruhen. Und wenigstens bekommt er kein Leben zurück. Ey, das war nicht nett. Alter Schwede. Gut, das können wir so auch weglassen. Also die legendären Haustiere hier, die ich hasse. Ich hasse die wie die Pest. So, wir tauschen auf Fienchen. So, er erholt sich jetzt noch. Jetzt gehen wir in Tauchen über. So, weil er greift jetzt nämlich an. Bam. Säureglipper. Oh je. Ja, jetzt soll er wieder seine Kanone abfeuern, ist mir egal. Puh. So. Gut. Ah, scheiße, ich hab vergessen, dass das... Mist. Wieso ist er eigentlich schneller als ich? Ich habe eine schnelle Motte. Oder war das die andere Motte? Nee. Das war die Motte gewesen. Ja, ist vorbei schon wieder. Ist schon wieder vorbei. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Gut, wir probieren es jetzt nochmal so. So, zwei Runden lang. Und jetzt müssen wir hoffen, dass er betäubt wird. Das gibt's doch nicht. Das ist doch scheiße. Kannst machen, was du willst. Das Ding wird nicht betäubt. Und er ist wieder schneller als wir. Alter Schwede. Aufgeben. So, wir probieren es jetzt mit der Federwolkenmotte. Weil es kann ja nicht sein, dass die ganzen Motten dauernd langsamer werden als er. Vor allem, wir haben eine Menge Speed mehr. Ugh.
Und wieder kein. Aber wir sind schneller diesmal. So. Zack. Dann soll er das ruhig nochmal versuchen. Einschlafen. Alter. Das ist doch nicht normal. Komm. Ist eh schon wieder vorbei, weil jetzt verliert man ein Haustier. Ich muss austauschen. So, wir verlieren jetzt eine Runde. Ich muss also den Sumpffiedler jetzt reinmachen. Hält 3 Runden lang an. Wir machen das hier. Ja, ja, heil dich nur. Das geht 0 auf 0 raus. Das ist ja gerade das Schlimme. So, wir müssen jetzt so gesehen hoffen, dass er einschläft. Oder auch nicht. So. Ey, schlaf doch einfach mal ein, du blöder Arsch. Oh Mann. Jetzt wird er gleich wieder geheilt. Alter, das ist doch nicht normal. Ja, komm. Kann man vergessen. Ja, wir müssen anstatt Fienchen müssen wir noch eine Motte reinmachen. Da machen wir die Bärenmotte rein, weil das Ganze bringt damit nichts. So. Wir machen das jetzt genauso wie beim letzten Mal. So, wir wechseln das Haustier. Heißt, er hat eine Runde gewonnen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, wir machen das so. Genau, mach du nur. So, jetzt machen wir einmal richtig Schaden. Dann kann er sich auch heilen. Dann machen wir wieder das hier. Und dann ist nämlich weg. So, jetzt kommt die Motte hier. So, wir versuchen ihn zu betäuben. Hat nicht geklappt. Heißt, er heilt sich jetzt. So, jetzt Coco, er hat jetzt 2 Runden, wo er nichts machen kann. Eine Runde noch. Und, na komm. Oh, es gibt so ein eingeschlafen. Jawohl. Oh, wir haben es geschafft. Nein, er kommt ja wieder. Macht nichts. Fällt ja gleich um. Eine Runde noch, dann fällt er ja um. Oh, Mann, Mann, Mann. Einer von vielen.
So, bei 60, 40. Gut. Uns fehlen jetzt hier nur noch 2 und dann haben wir das auch.